Ihr Lieben, ich heiße euch herzlich willkommen zurück in L.A., wie ihr hinter mir sehen könnt. Zurück aus der Hitze und ich muss sagen, rückblickend, ich weiß, ich bin derjenige, der immer gesagt hat, L.A. ist der schönste Ort der Welt und vor allen Dingen ist Ace auch unser Happy Place. Und wie wichtig es ist, ein Happy Place zu haben, um arbeiten zu können, um sich wohlzufühlen, um irgendwie, ja, man selbst sein zu können. Aber 46 Grad im Schatten, was dann wahrscheinlich 55 Grad in der Sonne bedeutet, ist zu heiß. Es ist allen Ernstes zu heiß. Und das war so anstrengend für Enrique immer ein bisschen weniger als für mich, aber es war so nervenaufreibend, dass aus diesem totalen, so egal was passiert, hier ist meine Laune immer auf einer 11 von 1 bis 10, muss ich sagen, war ich zum ersten Mal richtig, richtig genervt und wollte einfach nur noch raus. Na, so soll es nicht sein. Und das hat aber auch was zur Folge, worüber wir demnächst nochmal reden werden. Und ja, das kommt auch Shadows of an American Summer sehr zugute. Darüber sprechen wir nochmal. So, aber in Palm Springs habe ich euch, ach, die schon lange dabei sind, die wissen das, dass ja da der 35mm Dealer von Tarantino seinen Laden hat und dieser Mensch Bad Sheriff so geil fand und die Single gerne auf Vinyl rausbringen wollte. Die Single, die wunderbaren Jungs von 2 Music ja für den Film gemacht haben. So, und als wir dann da ankamen, hatte der Mann eine ganze Kiste Singles für mich. Ja, konnte ich unmöglich mitnehmen, gar keine Chance. Ich habe ein paar gegriffen und diese 30 Stück oder wie viel ich jetzt habe, die landen in einem schönen Paket. Ja, in einem von den Shadows of an American Summer oder so Paketen. Die möchte ich gerne an euch weitergeben. Ganz, wirklich total schön und toll. Und das war ein schönes Wiedersehen. Jedes Mal wieder David, sehr netter Typ. Und wer mal nach Palm Springs fährt und gerne wissen möchte, wie der Laden heißt und gerne sich vielleicht ein paar Platten kaufen möchte oder irgendwas mit Film oder analogen Kram zu tun haben will, ja, bekommt es natürlich sofort. Also, wir haben natürlich zum Abschied, ich habe jetzt ein paar Mal natürlich gesagt, das ist blöd, aber wir haben zum Abschied wieder einen Fotostrip gemacht. Kennt ihr noch die Fotostrips von den letzten Reisen? 2013, 2015, 2016, 2017 und 2019 wurde von Rick und mir in einem Fotoautomaten, oldschool, analog, immer ein 4-Foto-reicher Fotostrip gemacht. Ja. Und die hängen jetzt bei uns so irgendwie am Spiegel und das ist total schön. Gucken, wie die Zeit vergeht. Ja, und da 2019 das letzte Mal war, wurde zu langsam Zeit. Und als wir da ankamen, war dieses scheiß der Fotokasten, die Kabine, die Fotobooth, die war kaputt. Ja, und wir haben gezittert und gehofft und gehofft und gehofft. Und als wir dann gefahren sind, war klar, ja, das Ding wurde gerade repariert. Und dann haben wir ein schönes Foto gemacht. Das ist, ja, das war sehr nett. Und da haben wir uns sehr gefreut. Und kaum waren wir in L.A. angekommen, muss ich auch noch mal sagen, dass das Wetter, das uns in Palm Springs verabschiedet hat, zum ersten Mal seit 9 Jahren hatten wir nicht nur Wolken, sondern so richtig eine komplette Wolkendecke. Und es war unfassbar schwül. Ja, und alle in L.A. haben sich auch gewundert und haben gesagt, boah, hatten wir lange nicht mehr. Aber ja. Jetzt ist es so und wir haben hier ein paar Wolken und es ist ein bisschen schwül und es ist verhangen. Es hat geregnet gestern Nacht und als wir angekommen sind, da sind wir wieder ins Roosevelt gegangen und hatten ein sehr kleines Zimmer gebucht. Und als wir in dieses Zimmer kamen, da klebte der Tisch. Also nicht so ein bisschen, sondern der klebte richtig. Ich konnte an dem Tisch nicht arbeiten und bei einem Zimmer von
23 Quadratmetern oder so, wo ihr wisst ja, wie groß ein King-Size oder ein Queen-Size-Bett ist, da bleibt nicht mehr viel Platz und man kann dann überhaupt nicht arbeiten. Und wenn man arbeiten möchte oder irgendwas vorbereiten möchte, dann muss man an diesen Tisch und es klebt aber. Ja, und dann habe ich erst versucht, 20 Minuten diesen Tisch zu putzen, dann kamen drei Putzkräfte und irgendwann haben wir einfach gemerkt, das muss das Wachs des Holzes sein, das sich da auflöst. Also man konnte nichts machen. So, dann hat der Night Manager, mit dem ich dann gesprochen habe, und ich gesagt habe, ich kann in diesem Zimmer nicht bleiben, ich brauche ein anderes Zimmer, dann hat er uns in ein Cabana Room, der aufgepasst hat, weiß, als wir am Anfang im Roosevelt waren, waren wir auch in so einem Cabana Room, das hat so einen 60s-Style, das sieht sehr schön aus, und diesmal waren wir im ersten Stock mit Balkon. Ja. Aber Wochenende und wir wussten, ach du Scheiße, wir wollen da nicht sein, wenn da jetzt irgendwie Halligalli ist. Aber er hat gesagt, nee, nee, du geh da ruhig hin, wir haben den DJ gecancelt, denn es regnet ja oder es soll ja regnen und deshalb macht es mal ruhig. Und dann sind wir da hingegangen. Ja, und dann wurde es in dem Raum immer wärmer und immer wärmer und immer wärmer, bis wir gemerkt haben, die AC, also hier die Klimaanlage funktioniert nicht. Und dann haben wir darum gebeten, wieder das Zimmer zu wechseln. Dann ging es in den Tower, also zurück in die normalen, kleineren Zimmer. Und in diesem Zimmer ging die Klimaanlage ebenfalls nicht. Zum Glück ist Rieke da geblieben. Ich bin gucken gegangen, ob die Klimaanlage funktioniert, aber sie funktionierte nicht. So, dann sind wir in einen anderen Cabana Room verlegt worden, der so ein bisschen so einen privaten Garten hat. Und da ist uns dann nach einer Stunde ungefähr, da war es aber schon spät, aufgefallen, dass diese Klimaanlage kein leise, laut, mittel, kalt, warm hat, sondern entweder volle Möhre an oder gar nicht. Und volle Möhre an heißt 74 Dezibel, eine Turbine bei Eiseskälte, die einem genau ins Gesicht bläst. Ja, das haben wir dann gemacht. Trotzdem die Nacht und am nächsten Morgen um 7 oder um 6 bin ich zum Frontdesk gegangen und habe gesagt, pass mal auf, Leute, wir brauchen wieder ein neues Zimmer. Und dann wurde uns ein Zimmer zugeteilt und zwar das Zimmer im 7. Stock 732. Und das war das Zimmer mit dem klebrigen Tisch, welches wir am Anfang verlassen hatten. Ja, und da reichte dann ein Blick in mein Gesicht. Und wir wurden in dieses Zimmer. Das ist nur ein Zimmer dieses Zimmers. Das ist nämlich die One-Bedroom-Suite, die, keine Ahnung, 80, 90 Quadratmeter hat. Riesengroßes im 10. Stock. Wir überblicken Hollywood. Wir können Hollywood aus der Dusche sehen. Wir können Hollywood aus das Hollywood-Sign aus dem Schlafzimmer sehen. So sollten Zimmer aussehen. Ja, also ganz wunderbar. Jetzt sind wir in einem wunderschönen Zimmer, aber leider nur bis Mittwoch und nicht bis Freitag, weil das Zimmer, das ganze Hotel am Mittwoch ausgebucht ist. Jetzt können natürlich noch Leute absagen. Wir gucken mal, wo wir landen. Also entweder sind wir jetzt in diesem schönen Zimmer bis Freitag, bis wir abreisen, oder wir müssen am Mittwoch nochmal das Zimmer wechseln. Ja, so ist's. Ihr Lieben, Status quo. Wir sind in diesem wunderbaren Zimmer und sind noch fleißig. Ich habe übrigens noch ein paar Karten gefunden, 6 Stück, die ich noch nicht verschickt hatte, weil da fehlten mir noch Adressen. Das habe ich jetzt fertig gemacht und die gehen auch morgen raus. Die anderen sind schon seit, glaube ich, einer Woche oder 10 Tagen raus. Jetzt kommen noch so ein paar Stories hinterher und ich drücke euch fest und wir sehen uns morgen. Und dann geht es auch schon auf die Zielgerade. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Geschichte ewig weitergeht, weil wir möglicherweise schon ganz bald wieder hier sind. Ihr Lieben, bis dahin. Rieke, möchtest du mal winken? So. Und bis morgen, ihr Lieben.